is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Heiligkeit des ganzen Menschen. Neu sollt ihr werden in Geist und Gesinnung, um den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die Wahrheit muss den ganzen Menschen heiligen, sein Gemüt, seine Gedanken, sein Herz, seine Kräfte. Seine Lebenskraft wird dann nicht durch lustbetonte Praktiken aufgezehrt. Derartige Gewohnheiten müssen überwunden werden, sonst werden sie ihn überwinden. Die Gedanken müssen gereinigt werden. Was wäre aus manchen Männern und Frauen geworden, wenn sie sich bewusst gemacht hätten, wie viel der Umgang mit dem Körper, mit der Spannkraft und Reinheit des Geistes und des Herzens zu tun hat. Der echte Christ gewinnt eine Erfahrung, die Heiligkeit bringt. Er hat keinen Makel von Schuld auf seinem Gewissen, keinen Fleck der Verderbnis auf seiner Seele. Das geistliche Wesen des Gesetzes Gottes wird mit seinen einschränkenden Grundsätzen auf sein Leben übertragen. Das Licht der Wahrheit erleuchtet seinen Verstand. Die Glut vollkommener Liebe zum Erlöser beseitigt krankmachende Atmosphäre, die sich trennend zwischen seine Seele und Gott geschoben hat. Der Wille Gottes ist zu dem Seinen geworden, rein, erhaben, veredelt und geheiligt. In seinem Gesicht spiegelt sich das Licht des Himmels. Sein Körper ist für den Heiligen Geist ein passender Tempel. Heiligkeit schmückt seinen Charakter. Gott kann mit ihm Gemeinschaft pflegen, denn er lebt seelisch und körperlich mit Gott in Harmonie. Gott wünscht, dass wir uns bewusst machen, er hat ein Anrecht auf unser Denken, unser Fühlen, auf unseren Körper und unseren Geist. Ja, auf alles, was wir besitzen. Durch Schöpfung und Erlösung sind wir sein Eigentum. Als unser Schöpfer beansprucht er unseren ganzen Dienst. Als unser Erlöser hat er rechtlich gesehen, wie auch von seiner Liebe her, einer Liebe, die unvergleichlich ist, einen Anspruch auf uns. Diesen berechtigten Anspruch sollten wir uns jeden Augenblick unseres Daseins bewusst machen. Unser Körper, unsere Seele, unser ganzes Leben gehören ihm. Nicht nur, weil er sie uns geschenkt hat, sondern weil er uns dauernd mit seinen Wohltaten überhäuft und uns Kraft gibt, unsere Fähigkeiten einzusetzen. Er sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Menschen, die Kinder Gottes sind, werden Christus in seinem Charakter darstellen. Ihre Werke werden vom Duft unendlicher Zärtlichkeit, des Mitgefühls, der Liebe und der Reinheit des Gottessohnes durchzogen sein. Und je völliger Gemüt und Körper dem Heiligen Geist hingegeben sind, umso größer wird der Duft unseres Opfers für ihn sein. Are you ready?